Ich habe eventuell im letzten Part hier im Lavandia-Turm so ein bisschen Scheiße gebaut, würde ich mal sagen. Ja, Asche über mein Haupt. Kennt jemand das Sprichwort? Ist ja was für die Älteren. Ja, ich zeig Buße. Ja. Ihr werdet gleich sehen, was es damit auf sich hat, was ich falsch gemacht habe. Werden bestimmt einige schon wissen. Das ist gar kein so ein großes Geheimnis. Ich habe da ganz schön viel Müll gemacht hier. Im letzten Part mit dem... War es ein Knurker? Ich glaube, es war ein Knurker, was wir dort gesehen haben. Ich fliehe mal hier am besten. Hier taucht nämlich sofort ein Knogger auf. Verschwindet, Eindringlinge! Dieser Geist, den wir mit dem Sliff-Scope identifizieren können. Hier seht ihr es. Hat den Geist identifiziert. Und da kommt dann ein Knogger raus. Und was wir machen müssen, ist nämlich das Knogger zu besiegen. Dann lässt es uns durch. Findet der Geist sozusagen Frieden und dann können wir hindurch. Alter! Und ich bin vor denen geflohen, habe versucht, den zu fangen. Nochmal zur Richtigstellung, ein Knogger, ein wildes Knogger gibt es in dieser Edition nicht. Auch in Pokémon Rot und Blau gibt es das nicht. Das ist also absolut unfangbar. Also sollte es so nicht existieren. Also dürfte dieses wilde Pokémon hier nicht existieren. Man muss sozusagen die Vorentwicklung fangen und das entwickeln, dann hat man einen Knogger. Das ist sozusagen ein Mysterium um einen Geist oder sowas. Das ist sozusagen ein Geist von einem Knogger. Der Ruckzuckhieb. Elektroattacke scheint nichts zu bringen. Okay, die Attacke auch nicht. So gucken wir mal, welches Pokémon wir nehmen können. Was zum... Und das war ein OP-Attacke. Okay, das wird ein bisschen kompliziert eventuell, den zu besiegen. Aber wir haben ja mehrere Anläufe. Und der kommt ja immer wieder, wenn man flieht. Wie wir vom letzten Part gesehen haben. So, mal fliegen. Könnte eventuell was bringen. Und daneben fliegen. Na, bringt's was? Ja. Bringt zumindest nicht nichts, wie ich immer zu sagen pflege. Bringt was also. So, noch einmal fliegen, dann haben wir es. Sei denn, er besiegt mich jetzt. No one hit. Nein, er besiegt mich nicht. So, dann haben wir das mal besiegt. Zack, Knogger besiegt. Das ist die einzige Lösung, um da weiterzukommen. Nicht fliehen, nicht fangen. Besiegen. Der Geist war die rastlose Seele von Tragossos Mutter. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ja, und jetzt können wir hier hindurch. Nicht anders kommen wir hier hindurch. Nur indem wir das Tragosso besiegen. So. Da haben wir hier noch ein wildes Nebulak. Zwei meiner Pokémon sind schon besiegt. Okay. Ich bin mal geflohen. Und da haben wir hier die Jessie und der James. Muss dann Leviten lesen. Der Knacker wird sich beschweren, haben sie gesagt. Und jetzt mach dich vom Acker oder du bekommst eine Menge Ärger. Okay, in der blauen und in der roten Edition bekommt man hier eine Horde von Team Rocket Rüpel präsentiert, die hier links und rechts am Rand stehen und dich nacheinander herausfordern. Aber wie ihr seht, ist hier nur unser Musterpaar von Team Rocket da. James und Jessie. Das Vorzeigeteam von
Team Rocket, die auch in der Serie Ash Ketchum angreifen und ihm das Pikachu klauen wollen. So, wieso setzt eigentlich Bubba ein? Aber egal, naja. Schaffen wir es doch irgendwie. Zahltag. Okay. Das bringt scheinbar ein bisschen was. Aquaknarre, nein, nicht Aquaknarre. Euler. So, im Aquaknarre. Dankeschön, Flock. Haben wir das Mauzi besiegt. Mal wieder. Arbok kommt in den Kampf. Die gelbe Edition hat ja ein paar Unterschiede zu den beiden Starter-Editionen Blau und Rot. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden, was ich einsetze. Und ja. So auch hier scheinbar in diesem Kampf hier, dass wir hier auf der Spitze nicht ein Haufen Team Rocket Rüpel finden, sondern nur zwei. Nur zwei Team Rocket Rüpel, sondern nur zwei Team Rocket Rüpel. Und zwar zwei besondere Team Rocket Rüpel. Nämlich unsere Lieblinge. Aus dem. Wie heißt das? Manga ist es nicht. Anime. Aus Pokémon, dem Anime. Anime ist was gefilmtes, also ein Zeichentrickfilm, also was du gucken kannst, und Manga ist, was du lesen kannst. Habe ich mir beibringen lassen. Ja, ich bin nicht so in der Welt der Mangas und Animes vertraut. Das Einzige, was ich kenne, ist Pokémon, und das kenne ich auch nicht wirklich. Also, ja, ein, zwei Folgen habe ich mal geguckt von Pokémon, aber den Pokémon-Film mit Mewtwo habe ich auch mal geguckt, aber ansonsten nicht so wirklich. Also, nee, ist nicht so meine Welt. Animes und Mangas bin ich kein so großer Fan von. Deswegen besiegt Team Rocket. Da hätten wir es. Dafür wirst du büßen. Deswegen gewinnt 810 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Jesse und James hervor. So, lassen sie uns jetzt durch. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Da verschwinden sie auch. Und hier hinten im Turm haben wir jemanden, den wir lange gesucht haben. Mr. Fuji. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank aber auch. Aber ich bin freiwillig hier. Ich kam hier, um die umherirrende Seele von Tragossos Mutter zu beruhigen. Knuggers Seele kann nun endlich in Frieden in die ewigen Jagdgründe einkehren. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße des Turms. Okay, und wie es aussieht, kriegen wir jetzt hier eine Pokéflöte. Und wofür brauchen wir die? Natürlich, um weiterzukommen im Spielverlauf, dort das schlafende Relaxo zu wecken. Zwei, du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Zwergi erhält eine Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Auch im Kampf? Das wäre nämlich prima, wenn ich Pokéflöte statt Aufweckern einfach benutzen könnte. So, hier sind wir jetzt. Irgendwie sind wir hier hingekommen, irgendwie aus dem Turm runter und irgendwie da rein. Hat man irgendwie nicht mit reingeschnitten, aber was soll's. So, wir begeben uns wieder nach, wie ist die Stadt? Prismania City. Um dort halt hinten uns um das Relaxo zu kümmern. So, aber erstmal muss mein Pokémon-Team aufheilen gehen. Aufheilen, das ist, ja, das hat sich bei mir so festgefahren, dass es müsste jetzt mit leben. Ich hab's bemerkt. Das werde ich auch nicht wieder los aufheilen. Das habe ich mir in diesem Let's Play irgendwie angewöhnt und ja. Das werde ich auch im nächsten Projekt wieder sehen. Das ist
Da wette ich drauf, dass ich das in Pokémon Ultramonds dann auch wieder so tue, das dann auch mal aufhellend sage. Ich werde es mir versuchen abzugewöhnen, aber wie ich das kenne, nee, das wird nichts. So, hier haben wir ein schlafendes Pokémon, das den Weg versperrt. Zum Glück haben wir etwas, was sich Pokeflöte nennt. Los geht's, deswegen spielen sie Pokeflöte. Diese Musik ist so episch. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Auf diese Melodie, auf diese Pokeflöte-Melodie. Die ist so legendär. Renaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Ich bin auch so ein Renaxo. Ich bin auch manchmal brummlig und greift verschlafen an. Liegt dann auch manchen Leuten manchmal im Weg. Könnt ihr euch vorstellen? Ja. Ja, bin ich halt. Brauche ich nichts mehr zuzusagen. Wenn ich ein Pokémon bin, dann bin ich ein Relaxo. Kann das sowieso in Hände aus. Das ist einfach. Obwohl, ich bin schon ein Frühaufsteher. Das passt eigentlich nicht so, aber ich bin eher so ein. Ich bin ein Frühaufsteher, der irgendwie um 7 aufsteht, aber der dann den ganzen Tag auf dem Sofa liegt und dann rumdöst. Halt ein richtiges Relaxo dann doch irgendwie. Na toll, was soll man denn hier machen, wenn es sich mal selbst heilt? Selbst heilen kann ich mich dann leider nicht. Das ist dann doch ein bisschen leider nicht in meinen Kompetenzenbereich. Ich versuch's mal mit einem anderen Pokémon hier, mit Georg. Vielleicht kann der ein bisschen mehr ausrichten hier. Ja, ich weiß, ich könnte fliegen, aber ich will versuchen, mal das Pokémon zu fangen. Weil Relaxo ist ein ganz schön starkes Pokémon. Das kennen wir aus Pokémon Y. Oh nein, Pokémon Y sollte ich eigentlich gar nicht erwähnen. Die ersten Parts von Pokémon Y sind so daneben. Waren halt meine ersten Projekte, die ich überhaupt gefilmt habe. Oh, das scheint was zu bringen. Ja, da bringt die Erholung auch nichts mehr. Oder doch, was zum Erholung hält den komplett? Ach du Schande. Ich brauche dieses Pokémon in meinem Team. Ach so. Dass ich einfach selbst heilen kann. Schaufler bringt auch relativ wenig, oder? Schaufler bringt herzlich wenig. Und dass sich selbst heilt. Steinwurf, vielleicht versuchen wir es mal damit. Los! Steinwurf, bevor es Erholung einsetzt. Am besten. Ach Mensch, das dauert hier noch. Wie es aussieht. Nein, das bringt nicht wirklich was. Soll ich mal versuchen, Finale? Ich weiß nicht, ich mag die Attacke eigentlich nicht, aber ja, komm, einmal versuchen. Finale! Mal sehen, was das bringt. So eine Assi-Attacke eigentlich. Ja, bringt was. Wenn sich jetzt wieder hält, ist natürlich ziemlich assi, aber jetzt könnten wir es fangen. Jetzt mal einen Tauburger reinwerfen, Kampf reinwerfen. Zack! So. Ich wirf meinen Vogel einfach in den Kampf. Haben wir hier noch einen Superball? Einfach draufwerfen, so. Und jetzt hoffen, dass es klappt. 1, 2, 3. Jo! Relaxo gefangen. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich es in meinem Team tun will, aber erstmal auf die Box. Renaxo ist ein Vielfraß. Er kann sogar verdorbene Nahrung fressen, ohne Bauchweh zu bekommen. Das ist 1:1 meine Biografie. Das ist einfach der Prodex für mich. Das ist naja, verdorbene Nahrung. Kann ich jetzt nicht, also jetzt nicht verdorbene Nahrung in dem Sinn, aber ich kann halt wirklich fast alles fressen. Und schlafen kann ich auch. Rumdösen, also nicht schlafen, aber rumdösen. Müsste ich eigentlich Zwergi nennen, aber komm. So, und hier geht's jetzt weiter. Entschuldigung, warte auf mich. Das Betreten des Radwegs ist Fußgängern untersagt. Okay, wo kriegen wir jetzt ein Fahrrad her? Gibt's hier irgendwo ein Fahrrad?
gab es doch mal einen Fahrradladen, wo wir uns ein arschteures Fahrrad kaufen konnten. Wo war denn das noch gleich? Ach du Schande. Wo finde ich das denn? Kann mir jemand verraten, wo der Fahrradladen ist? Und hier gab es doch irgendwo einen Fahrradladen. Aber habe ich denn so viel Geld mit dabei, dass ich... Ja, wir haben von den Arenaleitern einiges an Geld bekommen. Und von Dingens von Dingenskirchen, hier dem Boss von Team Rocket, haben wir auch was bekommen. Hier war doch ein Fahrradladen. War das nicht der Fahrradladen? Ja, Fahrradladen. Fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. So. Stand da sicher Höhlen? Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Das ist unser bestes Fahrrad. Möchtest du es haben? Es tut mir leid, du kannst es dir nicht leisten. Besuch uns bitte mal wieder. Ja, was? Ich brauche mein Fahrrad. Ich will ein Fahrrad. Gib mir ein Fahrrad. Muss man sich das auch irgendwie glitschen oder was ist hier los? Wozu? Was? Wie? Da muss man ganz kurz mal recherchieren. Ja, das ist... So, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich glaube nur, dass ich es weiß. Ich kann mich selbstverständlich auch irren. Aber hier in Orania City soll es etwas geben, was sich Pokémon Club nennt. Ist es hier? Pokémon Fanclub, um genau zu sein. Und da sollten wir doch eigentlich von ihm hier ein, nun ja, Coupon bekommen, das uns Fahrrad kaufen lässt. Das ist mal ein blödes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Da haben wir jetzt 100 Pokémon gefangen und der labert uns jetzt ein bisschen voll über seine Pokémon-Fan-Sachen hier. Ja, ich will was hören. Ihr wollt euch das anhören. Er spricht immer Galoppa, wie süß es ist und wie aufregend es ist. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich, ich liebe es. Und so weiter und so fort, wenn es schläft. Hinreißend, ups, wie die Zeit vergeht. Ich hatte dich auf. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses hier. Zweig erhält ein Radkupon. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich, ich kann mit meinem Imitak fliegen. Ja, ich auch, aber ich brauche ein Fahrrad, um dort durch die scheiß Fahrradroute dort zu kommen. Ohne wird er mich nicht durchlassen. So. Dann holen wir uns jetzt in Azuria City unser arschteures Fahrrad ab. Weil eine Million Pokédollar haben wir hier leider nicht. Das wird es, glaube ich, auch nicht möglich sein, das im Spiel zu fangen. 31.000 haben wir gerade. Das ist ganz schön viel. Dann können wir uns bestimmt was leisten, aber kein Fahrrad für eine Million. Das ist ganz schön Wucher, mein lieber Herr, aber ich habe hier einen Coupon. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. Du kannst es momentan nicht mitnehmen. Okay. Das ist schon mal eine Attacke, die ich nicht brauche. Dafür kann ich vielleicht ein Fahrrad mitnehmen. Tauscht Radkupon gegen das Fahrrad. Superb! Mir gefällt dir dein neues Fahrrad. Du kannst damit auf dem Radweg und in Höhlen fahren. Wusste ich gar nicht, dass man damit in Höhlen fahren kann. Das ist mir neu. In den neuen Editionen ab 4, also... Ab Edition 4, ab Generation 4 geht das nicht mehr. Da sagt es dann in den Höhlen, es ist nicht die richtige Zeit, noch der richtige Ort dafür, um das jetzt einzusetzen. So, jetzt haben wir mal zurück nach Prismania City. Dort wollen wir jetzt auf den Radweg. So, hier haben wir ein Fahrrad. Zwei steigt auf das Fahrrad. Hui! Hui, 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 hui! Jetzt kann ich Fahrrad fahren. Das ist doch nice. Endlich mal Radfahren. Darauf habe ich auch gewartet. Du lässt mich jetzt durch. Der Radweg ist eine abschüssige Küstenstraße mit herrlichem Streckenverlauf. Na denn, ich habe ein Fahrrad. Kann ich jetzt endlich mal durch. So. Oha, sind das viele Trainer.
Ich würde mich ja gern vorbeischleichen, aber fürchte, das Spiel lässt mich nicht wirklich. Okay, wo sind wir hier? Ach, da geht's bergab. Sieht man nicht wirklich. Route 16, Prismania City, Fuchsania City. Hui! Hui! Ich glaube, wir sollen hier drauf fahren. Hui! Auf den Strecken. Hui! Wasser links und rechts. Aha. Hier wird's wohl wässrig. Ein Hinweis. Achte auf den weggeworfenen Items. Okay. Hier sollen weggeworfene Items sein. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon ist einzigartig, selbstgleich Pokémon mit identischen Level unterscheiden sich voneinander. Schön zu wissen. So, hier ist ziemlich einsam auf diesem Fleckchen. So, kommt hier noch ein Trainer? Ja, da kommt noch ein Trainer. Schön. Nein, dann halt nicht. Was steht hier? Ein Hinweis, gib niemals auf, versuche dein Glück mit Pokébällen. Ich habe bisher alle Pokémon-Trainer umgangen, warum auch immer, dass mir gelungen ist. Ihr seht das mal, so kann man Pokémon-Trainer umgehen. Ist bei mir sowieso mal ein guter Ort hier. Wenn ihr sehen wollt, wie man Pokémon-Kämpfe umgeht. Genauso. Auf den Ratsweg lang, ohne überhaupt irgendeinen Kampf gemacht zu haben. So, ich denke mal, jetzt sind wir dort in dem nächsten Örtchen. 4 Orden haben wir schon im letzten Part gemacht. Vielleicht ist hier der nächste Pokémon Paradies Safari Zone. Die Safari Zone. Da müssen wir im nächsten Part mal rein. Fuchsania City, die Stadt der rosa-roten Träume. Ja, rosa-rot ist auch der Hintergrund hier. Und was haben wir hier? Da oben ist ein Pokémon Center, wie es aussieht. Hier sind 2 Gebäude. Safari-Zone, Haus des Wärters. Aha, die Safari-Zone ist ja also. Na, das finde ich doch spitze. Das finde ich ultimativ. So, können wir denn hier irgendwo hoch? Können wir irgendwie zur Arena? Ah, da ist eine Arena. Spitzenklasse. Da wollen wir rein. Da ist dann der 5. Orden für uns. Hier ist erstmal das Pokémon-Center. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir im nächsten Part auf Safari-Tour. Vielleicht auch schon in den... Oh, da ist die nächste Route. Vielleicht auch schon in den nächsten Orden, hier in die Arena. Können wir mal gucken, was das ist. Steht da was ausgeschildert? Wer ist der Arena-Leiter? Wen haben wir da zu erwarten? Fuchsana City Pokémon Arena, Arena-Leiter Knocker? Achso, Ninja-Meister. Wie heißt der? Koga. Achso. Gift. Na toll. Das hat mir gerade noch so gefehlt. Ein Gift-Pokémon in Arena. Och, wer bist denn du? Schon bist dort in einem Aquarium. Naja, dann würde ich mal sagen, nächstes Mal ist Safari-Zeit angesagt. Drückt mich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, nicht den nächsten Part mit dem Zwergfest verpassen wollt. Da geht's im nächsten Part rein. Jo. Hier kann ich mal zeigen, da haben wir Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 geholt. Nummer 5 ist dort unten. Das ist dieser Mann mit dem zusammengeknirschten Gesicht. Den werden wir im nächsten Part oder im übernächsten Part mal herausfordern. Mal sehen, ob wir das noch in einen Part hinkriegen. Und dann haben wir den 5. auch noch mit. So, und dann haben wir 6, 7, 8. Jo, die Hälfte der Ohren haben wir schon geschafft. Hoffentlich nicht die Hälfte der Parts. Und dann dauert das Let's Play noch ein Weilchen. So, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen angenehmen fröstlichen Tag, gehabt euch wohl und haut vor allem rinne. Bis zum nächsten Part mit dem Zwergfürst hier aus der Safari-Zone. Pikachu freut sich, will euch auch Tschüss sagen und dann sagt ich euch auch Tschüss. Na los, verpisst euch schon. Haut ab. Ich sag haut ab. Wartet ihr jetzt, dass ich den Part beende oder was? Wollt ihr noch irgendwas? Wartet ihr noch auf irgendwas? Wartet ihr auf einen Zug oder sowas? Was? Los, macht schon aus, macht, klickt weg. Ach Mensch, dann muss ich halt.